Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever Staffel 2. Mensch, Freunde, seid ihr wieder mit dabei? Das freut mich sehr. Der gute Steffen hat natürlich auch in der letzten Folge geschrieben, dass das natürlich kein Fehler ist, hier den Bahnhof zu erweitern. Natürlich nicht, warum sollte es ein Fehler sein? Ich muss das aber jetzt trotzdem hier alles erstmal überdenken. Und zwar will ich eigentlich das ganze Schienennetz hier mal auflösen. Das gefällt mir nicht. Vor allem das hier gefällt mir nicht. Und es ist ja auch so schon immer Stau. Ich habe das Gefühl, dass am besten ist, dass ich die Personenverkehrslinie und die Warenlinie voneinander trenne komplett. Dass dieses Stück hier, wo die jetzt gerade zusammenlaufen, vielleicht nicht so sinnvoll ist. Natürlich ist das unrealistisch. Es sind natürlich, im wahren Leben sind natürlich Personen und Warenverkehr auf einer Linie. Das ist mir schon klar. Aber für dieses Spiel, um perfekten Profit rauszuholen, ist vielleicht eine Trennung beider Systeme nicht gerade schlecht. Und in echt wäre das auch nicht schlecht. In echt fehlt halt nur einfach das Geld. Aber Leute, ich habe die scheiß Moneten. Was soll ich sagen? Da muss man immer mal überlegen, wie wir das machen. Also wenn ich jetzt hier den Personenbahnhof vergrößere, dann geht der bis hier ungefähr, bis hier hin. Und ist natürlich breiter. So, dann haben wir hier den Personenverkehrsbahnhof, der dann hier irgendwo die Linien verteilt. Das bedeutet, diese Linie hier, die kann ich einfach da drunter herlaufen lassen. Oder da drüber, wie auch immer. Dann kann die quasi so bleiben erstmal. Ich weiß jetzt auch nicht, was passiert, wenn ich jetzt... Hä? Achso, die haben wir neu gemacht, ne? Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier einfach alles abreiße. Was macht dann dieser Zug? Was macht der dann? Das ist ein Fragen über Fragen, aber ich würde es halt schon ganz gerne machen. Ich meine, was haben wir auf der hohen Kante in der Theorie? Wir können bis zu 100 Millionen aufnehmen und wir verändern nur die Gleise. Züge haben wir haben alles. Das heißt, kann mir doch eigentlich nichts passieren, wenn ich jetzt hier mal rumfuchtel, oder? Ich fuchtel jetzt hier rum, ist mir jetzt egal. Wir fuchteln jetzt mal, Leute. Wir fuchteln jetzt mal hier rum. Hier, das kommt alles weg. Das kommt auch weg. Ja. Das wird jetzt komplett neu gemacht hier alles. Es muss auch mal Tabula Rasa gemacht werden. Es kann nicht immer nur hier an alten Sachen gehangen werden. Nein, nein. Übrigens, beide Steffen auch, die bauen sich niemals von selber über ein Gleis. Nervige Angelegenheit. Aber kriegen wir auch noch irgendwie hin. So, okay, jetzt haben wir das hier schon mal abgerissen. Jetzt müssen wir als allererstes mal Kredite aufnehmen. Ja, aber noch nicht so viel. Wir machen mal ein paar Millionchen, so. Und dann wird dieser Bahnhof hier erstmal viergleisig oder wird er direkt sechsgleisig? Wie viele Gleise brauchen wir als Personen? Da reichen eigentlich vier, oder nicht? Personenbahnhof. Vier Gleise reichen doch da erstmal. Natürlich das längste, was es gibt. Oberleitung. Zweiter Straßenanschluss. Nö. Wo wäre der eigentlich dann? An der Seite irgendwo? Oben? Ach so. Ja, was ist das denn? Das ist doch... Was ist das? Nee, das wollen wir nicht. Wollen wir das? Bringt das irgendwas, wenn ich da jetzt eine Straße anschließe? Ich habe keine Ahnung. Dann machen wir mal. Wir machen es mal. Was kostet das? 600.000. Alles klar. Zack, da ist er. Unser neuer, wunderschöner Bahnhof. Viergleisig. Lang. So muss es sein. So, jetzt machen wir mal hier Landstraße, Straße, große Straße, mittlere Straße dürfte das hier sein, oder? Hallo. Die fügen wir hier mal an. So, und dann gibt es hier noch eine Straße, die jetzt hier irgendwie mal gerade vorbeigeht und sich hier anschmiegt. So, dann können wir hier so mal eine bauen noch. Vielleicht wird ja die Stadt hierhin vergrößert. Man weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wo sich die Stadt, was die Stadt hier vorhat. Eigentlich kann man auch hier, könntest du mal dich nicht so biegen eventuell. Auch hier können doch eigentlich noch Häuser hin, oder nicht? Klar, vielleicht irgendwann reiße ich die wieder ab, aber ist da auch wurscht. Bau doch mal eine Straße. So. Als nächstes möchte ich Hochgeschwindigkeitsgleise mit Oberleitung.
Und zwar muss ich jetzt hier gerade nochmal den Abrissman betätigen. So, Moment. Also. Der Personenverkehr wird jetzt hier neu verteilt. Der Personenverkehr braucht hier eine Anbindung. Und ich werde auch das hier mal komplett löschen. Denn ich möchte da eventuell mal fortschrittlicher sein. Und dieses ganze Gelöt hier nervt mich. Was passiert mit diesem Zug jetzt? Bleibt er gleich im Bahnhof stehen? Nur gerade die Zeit laufen lassen. Der fährt ja jetzt erstmal da durch, weiter. So, dann müsste doch jetzt eigentlich einfach da stehen bleiben wahrscheinlich, ne? Ja, ja, da hat er keine Gleise, was soll er machen? Und hier der Zug, was hat der gemacht? Der steht jetzt hier rum, oder was? Ja, alles klar. Gut, dann ist das immer so. Jetzt hätte ich... Also, pass auf. Jetzt machen wir erstmal... Mit vier Gleisen kenne ich mich gar nicht aus. Was ist das eigentlich? Das ist natürlich jetzt auch mal eine Hausnummer, mit der ich mich überhaupt nicht auskenne. Da könnte man ja sagen, hier, die beiden rechten Gleise sind Biersackschlag und Schnellin. Die beiden linken Gleise sind führen dann Richtung Matzenbach. Macht das Sinn? Macht doch Sinn, oder nicht? Aber die sind jetzt irgendwie da komisch. Die sind aber da komisch. Was ist das denn? So. Was ich auch ganz gerne hätte, wäre hier, was ist denn das? Gelände gleich machen. Das hier sieht ja scheiße aus. Der ganze Müll hier. Die Vergangenheit begraben. Guck mal, das sieht doch viel besser aus jetzt. Jetzt nur natürlich ein bisschen auch auf Preise gucken. So, das ist doch schon mal schöner. Hier. So. Alles klar. Gut. Also, jetzt muss ich überlegen, wie machen wir das jetzt erstmal? Hier will ich jetzt eine Unterführung bauen. Geht das überhaupt? Kann ich eine Unterführung bauen? Ich will in den Tunnel. Das muss ich mir jetzt mal genau angucken hier, was hier passiert. Nee, das ist mir schon zu schief. Pass auf. Wir fangen mal hier an mit dem. Hallo? Weiter runter geht's. Ich baue das jetzt mal. Aha. Da ist doch der Tunnel, den ich wollte. Alter, jetzt. Wie soll ich denn jetzt weiterbauen? Ich sehe das ja gar nicht. Ich hab's noch gar nicht gebaut, oder was? Sagen, was ist hier los? Jetzt möchte ich aber wieder hoch, ehrlich gesagt. Och Manno! Ich hab's nicht mehr drauf. Ich
Ich wette, ich komme mit dieser Straße jetzt in die fucking Bredouille, oder was? Oh, nervt mich diese Straße jetzt hier, oder wie? Okay, erste hätten wir. Zweite dürfte ja nicht mehr ganz so teuer sein eigentlich, weil der Tunnel ist ja schon mal, nun mal schon mal da. Ja. So, Warenlinie. Warenlinie. Ja, soll ich dieses Stück... Das können die auch zusammenfahren, oder? Dann mache ich die hier zusammen. Jetzt muss ich aber erstmal... Dieser Zug hier muss ich mal umdrehen. Nein, du sollst dich umdrehen. Wie war denn das? Wenden. Fährt er jetzt weg? Oh, erreiche eine Stadt mit mindestens 750 Einwohnern, Leute. Krass. Ich werde jetzt verbinden. Erstmal nochmal. Ist ja egal. So. Okay. Das heißt, da kommt denn jetzt hier noch eine Abzweigung. Na, ob das alles funktioniert. Hey, was tue ich da? Was ist das denn hier? Geht das nicht? Das ist doch richtig so, oder? Müsste doch stimmen. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. Töt, töt. Ich glaube, das reicht erstmal. Also, wie gesagt, der Personenverkehr wird dann hier lang fahren und der Güterverkehr wird hier lang fahren. Macht ja Sinn. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir noch hier Sackschlag wieder anbinden und die nach unten bauen, die andere. Kollision. Verarschst du mich jetzt schon wieder oder was? So, jetzt kriege ich jetzt auch die erste Doppelspur hier, Biersackschlag. Ist jetzt nur die Frage, ob ich hier einen Tunnel baue oder was? Gerade die Höhenlinien anzeigen.
Ich will überhaupt keinen Tunnel bauen. Eigentlich will ich nicht da wieder so drüber, weil es so lange dauert. Aber offensichtlich... wobei, wenn ich hier einmal rüber gehe, dann will er schon... Warum geht das denn nicht? Eigentlich. Was macht der denn da jetzt? Jetzt baut er da eine Brücke. Du sollst keine Brücke bauen, das ist ja das Allerdümmste, was ich hier gesehen habe. Das ist ja wohl das Allerdümmste überhaupt. Du sollst eine fucking... Was ist denn jetzt? Ja, das scheint nicht krass genug zu sein für einen Tunnel irgendwie. Na gut, dann... Dann bauen wir halt keinen. Warum baut ihr hier eine Brücke? Ich verstehe das nicht. Verstehe ich nicht. Macht keinen Sinn. Egal, bauen wir das peu à peu. Bauen wir peu à peu. So. Machen wir hier eine schöne Schneise rein. Jetzt will er einen Tunnel. Ja, ja, warte, aber dann will ich hier schon auch über die Straße. So, krassen Tunnel hier einfach mal. Ich kann es mir leisten. So. Und einmal hier noch. Zack. Ja, das ist auch alles sehr eng hier, ne? Aber gut, zweigleisig reicht hier wahrscheinlich für... Für diesen kleinen, aber feinen Bahnhof, beziehungsweise für das Städtchen. So, das ist doch schön. Das wollte ich genau so haben. Jetzt haben wir dieses ganze Gelöt da erstmal nicht mehr. Jetzt können wir hier nochmal gerade Terrain gleich machen. Hier den Scheiß mal wegkriege. Das sieht ja nicht aus, ne? Das sieht ja nicht aus. Eigentlich hier gewesen. Das ist ja richtig bescheuert gewesen. Froh, dass das hier weg ist, ey. So. Das ist schon deutlich angenehmer. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken. Ist jetzt erstmal wieder alles angebunden? Ja, oder? Habe ich irgendwas jetzt übersehen? Na klar, die fehlt noch. Die hier fehlt noch. Erstmal die linke Seite. Die jetzt nach Schnellin muss. Was machst du da schon wieder? Okay. Ja. Wo kommt das Ding überhaupt raus? Da, auf der Seite, okay. Wieder für eine Aufschüttung. Man weiß es nicht. So.
Alles klar, jetzt müsste Schnellin angebunden sein. Dafür brauchen wir natürlich nachher noch einen neuen Zug. Und wir brauchen auch mal ein neues Depot. Und zwar, warte mal. Hier. Ja, das ist natürlich, eigentlich müssten hier zwei Depots hin. Oder halt hier. Aber das ist schwierig. Außerdem will ich da, dass die Stadt wächst. Na, was soll's. Depots kosten jetzt nicht die Welt, ne? Nochmal zwei Depots. Eins hier. So. Und dann kommt noch eins hier hin. Ist das schlimm, dass er nur zwei Eingänge hat? Aber der hier bringt gar nichts, ne? Der kann ja eigentlich nur zurück. Der müsste von hier, müsste der drauf. Ach Gott, ey, das war echt dumm. So, jetzt kann der von hier auf jeden Fall drauf und da wieder zurück. Geht dann halt nur in eine Richtung. Ich meine, was soll's? Ich kann jetzt hier schwierig den von da hier drauf laufen lassen, glaube ich. Was man machen kann, ist hier. Hier einmal rüber. Dann kann er von da auch hier drauf. Wenn er dann zurück auf die Gleise muss, muss er von hier auch noch hier rüber. So, das funktioniert natürlich auch. Muss man dann nur gucken, dass da nichts happened. So, ja Leute, die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal wieder neue Grundsteine gelegt für vielleicht schnellere Zugverbindungen. Und größere Städte. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und sage tschüss, macht es gut. Bis zur nächsten Woche hier bei Transport Fever.